Yeah. Herzlich willkommen im Jahre 1997. Peace. Der Wolf. So. So, Dortmund. Ich habe eine kleine Frage an euch. Habt ihr vielleicht Lust, meine neue Single zu hören? Das ist das erste Mal, dass irgendwo meine neue Single aufgeführt wird. Wollt ihr meine neue Single hören? Was meint ihr, Jungs? Sollen wir so eine neue Single spielen? Ja? Okay, ihr habt Glück gehabt. Für alle Leute, wer geht hier noch zur Schule? Wer von euch geht hier zur Schule? Oh, das sind zu wenige, das glaube ich nicht. Aber egal. Auch für die Leute, die mal zur Schule gegangen sind. Der nächste Song ist für eine Lehrerin, die ich in der Schule hatte. Sie hieß Frau Schmidt. Meine Schulvergangenheit war nicht so schön. Deswegen heißt der Song Oh Shit, Frau Schmidt. Für euch alle Leute. Oh Shit, Frau Schmidt. Yeah. Für alle Leute, die keinen Spaß in der Schule hatten. Für alle Leute, die lieber feiern gehen. Dieser nächste Song. Yo, was? Schon kurz vor 8? Das ist doch viel zu spät. Was hab ich da gemacht? Was hab ich nur getan? Mein Wecker stellen letzte Nacht. Stimmt, gestern hatte ich später. Daran hab ich nicht gedacht. So ne Scheiße, jetzt wird's unentspannt. Wieso hab ich den Fehler gestern Abend nicht erkannt? Nur keine Zeit für Fragen. Jetzt heißt es Handeln. Dusche, Zähne putzen, anziehen und ein Maß mit Mandeln. Von der Bude normal. Für mehr war keine Zeit. Ich komm eh schon zu spät. Doch ich brauch nur ne Sprite und Zigaretten natürlich. Die Zeit muss sein, doch da kommt auch schon die Bahn. Und ich steck die Ziggis an. Rein in die Bahn und erstmal frühstücken, dann die Lage peilen, auf den Stundenplan gucken. Was habe ich in der ersten Mathe? Oh shit, eine Doppelstunde und dazu noch bei Frau Schmidt. Oh, 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 oh shit. Tja, tja, eine Doppelstunde und dazu noch bei Frau Schmidt. Kennt ihr das, Leute? Kennt ihr das? Ja, hört mal weiter zu. Immer noch zu spät? 10:09, ich stehe vor meiner Klasse. Die Stunde hat schon angefangen, oh Mann, wie ich das hasse. Ich gehe rein und sehe Frau Schmidt und die sagt: Auch das noch, die Hausaufgaben habe ich nicht. Sie sagt, glaubst du wirklich, dass mein Sohn noch eine 4 kriegt? Doch damit nicht genug, sie redet weiter und wird laut. Doch an mir kann das nicht liegen, das ist Frusttaub gestaut. Sie fühlt sich provoziert, weil mir egal ist, was sie sagt. Nur weil ich keinen Bock auf Mathe hab, fühlt sie sich angemacht. Dabei ist sie 45, ich bin gerade mal 17. Wie kann sie sowas mitnehmen, da müsste sie doch drüber stehen. Warum schreien sie mich so an, haben sie einen Komplex? Alles, was ich dann auch hin, raus und weg. Dazu gibt sie mir noch einen Brief für meine Eltern mit und sagt mit Unterschrift zurück. Ich sage vielen Dank, Frau Schmidt. Oh, shit. Sie sagt mit Unterschrift zurück, ich sage vielen Dank, Frau Schmidt. Oh, 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 shit. Tja, tja, ach, Frau Schmidt. Oh, shit. Frau Schmidt. Oh, shit. Hattet ihr keine Frau Schmidt oder wie ist das? Jo, hört mir zu. So ein Scheißtag, zum Glück ist heute ne Feier. Echt, kaum bin ich zu Hause, geh mir die Eltern auf die Eier. Ich lerne so viel Scheiß, den ich nie wieder brauch. Doch wenn ich das nicht tu, dann steh ich am Schlauch. Denn da krieg ich Noten, die bewirken, dass ich wiederhole. Und meine Lehrer kriegen dafür auch noch Kohle. Doch egal, wir haben gleich 10, ich wollte doch auf die Party gehen. Die Schule vergessen und trinken und schöne Frauen sehen. 3 Stunden später, ey, ist total bedoppt. Doch die Party ist nicht so der Bringer. Und ich kann nur hoffen, dass ich mir nicht blamier, wenn ihr mit dieser Frau nach Hause geht. Denn auch sie ist nicht der Bringer, nur weil sie das noch seh. Ich lieg bei ihrem Bett. Boah, war das ein Ritt. Ich frag sie, wie sie heißt. Sie heißt Bianca Schmidt. Dieser Name, was für ein Zufall ist, hat Schicksal. Das ist mir jetzt egal, dein Fräulein Schmidt ist im Bett optimal. Sie will noch mehr, ich spür die Hand in meinem Schritt. Wir dürfen nicht so laut sein, meine Mutter kriegt das mit. Kaum hat sie das gesagt, kriegt die Zimmertür in Tritt. Rein kommt ihre Mutter, oh mein Gott, es ist Frau Schmidt. Oh, shit. Oh, shit. Tja, 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 rein kommt ihre Mutter, oh mein Gott, es ist Frau Schmidt. Oh, shit. Tja, 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 rein kommt ihre Mutter, oh mein Gott, es ist Frau Schmidt. Oh, shit. Yo, kennt ihr das nicht? Oh, shit. Wart ihr nicht in der Schule, Jungs? Oh, shit. Oh, shit. Frau Schmidt. Oh, shit. So ging's mir mit Frau Schmidt. Oh, shit. Yo, peace, the Wolf, und auf Wiedersehen.